mach beim Knabbern. Wisst ihr was? Ich mach jetzt die Nüsse auf. Ich habe seit meinem Geburtstag hier Nüsse. Und ich habe jetzt Lust auf Nuts. Gib mir doch Nuts. Ein Shoutout an Odeon, der mir die Nuts mitgebracht hat. Die werden jetzt weggenutzt. Oh Gott, ich will mich nicht schneiden an diesen dummen Verschlüssen. Oh Gott. Nur zur Erklärung, wie fest ich zudrücken müsste. Ich habe eine Delle. Oh Gott, kriegt das stark noch los. Ich habe da eine Delle reingemacht. Pass auf, Pina. Ist okay. Ich habe mir nicht wehgetan, zum Glück. Aber ich habe die bekloppte Idee, ob ich Nüsse mit Käse überbacken soll. Soll ich das mal ausprobieren und euch beim nächsten Mal erzählen? Nicht. Ist doch beides herzhaft. Immer Streukäse einfach so auf ein Blech Backpapier drauf, hatte Reste über und wusste nichts damit anzufangen. Käse auf einem Teller zu schmelzen ist lecker. Du schnappst dir eine Gabel und dann isst du den Käse. Ja eben, geschmolzener Käse ist immer geil, deshalb überlege ich, ob ich ein paar Nüsse mit Käse... Wisst ihr was, ich mache das jetzt live. Ihr könnt mich nicht aufhalten, ich werde jetzt live Nüsse mit Käse überbacken. In die Küche! Ich hab hier einfach mal einen kleinen Löffel mitgebracht. Oh Gott! Ist das heiß. Trotzdem. Der Teller ist sehr viel heißer. Ich habe einen kleinen Teller genommen, weil ich nicht so viel benutzen wollte für den Fall, dass es nicht schmeckt. Und jetzt werde ich mir davon ein Stück genehmigen. Los geht's! So. Haben wir für Nusskäse. Es gibt doch auch Käse, der nussig schmeckt, okay? Das heißt, das ist doch gar nicht mal so abwegig. Sieht gut aus. Es schmeckt halt wie Käse mit Nüsse. Es schmeckt weder gut noch schlecht. Es schmeckt akzeptabel. Als hättest du Käse mit ein bisschen Stücken. Und willst du das zum Kauen? Die Nüsse sind ja auch ein bisschen salzig, oder? Das macht den Käse ein bisschen salziger. Ich sag nicht, dass ich es mir wieder mache, aber es ist jetzt nicht verkehrt. Je mehr ich davon esse, desto besser schmeckt das. Ich meine, ihr könnt ja auch mal versuchen, das zu machen und mir dann sagen, was ihr davon haltet. Das sind ganz normale gesalzene Erdnüsse. Also Fazit, Käse und Nüsse passen zusammen. Minecraft ist nicht real. Ich bin sonst draufgekommen, George! Nichts wie weg hier!